Hallo und willkommen zurück bei Elite Dangerous. Heute haben wir genug zu tun, denn ja, ich habe einige Bookmarks gesetzt, aber keine Angst, das ist alles in der Nähe. Und was wir uns heute angucken, ihr seht schon, da oben ist ein B-Überriese, also ein regulärer, kein so AAA-H-System. Und zwar müssen eigentlich mal genau einen Sprung von unserem Ziel entfernt, von diesem roten Überriese. Und ich habe einfach mal per Zufall mir auf die Karte geguckt, was ist nur noch in der Nähe. Und dann sind mir halt diverse Riesensterne aufgefallen, wo hier nur ganz kleine Bereich sind. Und einer davon ist dieser B-Überriese. Da bin ich jetzt mal gespannt. So, einer. Sonst ist hier nichts. Oh, Moment. So, ein blau-weißer Überriese. Mit 250 Sonnenradio. Immerhin, oder? So, und dann haben wir aber hier noch mehr. Machen wir hier mal weg. So, dann ist mal hier was aufgefallen. So, was habe ich hier alles markiert? Hier ist ein bisschen was markiert. Hier ist zum Beispiel ein S-Stern. Hier ist ein roter Überriese. Ach, das ist der. Okay, alles klar, wo man hin wollte. Alles gut. Und hier, genau, ist noch ein G-Überriese. Und hier Normo. So, und das ist alles hier in der Nähe. Und ich würde sagen, wir müssen mal weitermachen. Wo müssen wir hin? Dahin. Dann würde ich sagen, springen wir zuerst hier ohne hin. Hier gucken wir, was hier sind, auch noch schwarze Löcher sind in der Nähe. Also, hier ist wieder so eine ganz magische Gegend. Genau, mir fließe erstmal zack hier hin. Rotriese sind natürlich hier auch mass die Menge. Da wollen wir aber nicht hin, denke ich. Weil so schwer war gar nicht fertig. Mehr ist erst die normale, also die Bookmarks so gesetzt und alles abgeflogen. Jetzt will ich doch weiter und nicht hier noch anfangen, jeder rote Riese mitzunehmen. Andere Commander wollen hier eventuell auch noch was haben. Aber die G-Überriese, die nehmen wir schon noch mit. Und dann der S-Stern habe ich eigentlich nur. Oh, so ein Riesestern, das passt dann zu der Folge heute, wenn wir einfach ein paar Riesesterne anfliegen. Aber es kann ja natürlich immer noch sein, dass uns Enso-System jetzt komplett aus dem Plan rausreißt, weil es hier irgendwas Cooles gibt. Das sehen wir dann. Okay. Das ist zum Beispiel mein kleinster gelb-weißer Überriese. Kleinster Radius mit Ne 40 Sonnenradio, Ne 40,52 und Sonnenmasse 2,59. Interessant. So, mir scanne zuerst. Und. Ja, okay, und der B-Stern natürlich. B4, das ist gar nicht so weit entfernt. Das ist schon mal gut. Falls da etwas wäre. Ah, genau, es gab natürlich auch, wenn ich die Sprünge da hierher gemacht habe, einiges noch zu scannen. Also ein Scan da, das sind wir wieder ziemlich gut dabei. 80 Millionen fast. Das ist schon mal nicht schlecht. Gasriese Klasse 4. Nehmen wir. Ja, okay. Ein paar Gasriese. Hallo, wo seid ihr denn? Da. Aha, C. Okay. Was bedeutet das in Zahlen? 129, okay. Müsste ich jetzt nicht unbedingt hin. Und, ah. Kleinkram. Nee, immer noch. Hallo? Viel Kleinkram hier. Gibt's doch nicht. So.
hier war doch direkt noch irgendwo ein Riese, genau hier. Okay, nö. Was Spezielles haben wir hier auch nicht. Gut, also unser gelbweißer Überriese hat 41 Sonnenradien. Interessant. Na, müssen wir es auch nicht unbedingt hin. Gut, gut. Weg damit und Dokumo hier. Moment, da will ich kurz vorsichtshalber gucken, was wir hier haben. Ein orangener Riese, auch ein orangener Riese, okay. Da hätte man ein orangener Riese. Da und da. Also wenn er orangener Riese wurde, dann guck mal, hier ist auch, hätte ich auch noch einer versteckt. Der könnte hier hinfliehen. Von roter Riese will ich gar nicht anfangen. Aber wir wollen eher hier hin. So. Tun wir das doch. Ja, bin ich mal gespannt. Na, so gelbe Überriese. Die G-Überriese kann man auch nicht luchern. Neuer persönlicher Rekord, größte Rotationsperiode beim gelb-weiße Überriese, 19,19 Tage. Okay. Interessant. Okay, interessant. 42,3 Sonnenradie. Was haben wir hier? Ein M-Stern, der nur umkreist. Interessant. Klasse 4 Gasriese als Mond. Okay. Oh, kann man haben, oder? Hier ist auch schwarzes Loch direkt in der Nähe. Mit Neutronenstern, anderem kleinen Kram. So. Dann würde ich sagen, das eigentlich ist es relativ Wurst, wo man hinfliegt. Das ist nicht so furchtbar weit. Alles. Moment, Moment, Moment. Da stimmt was nicht. Da müssen wir noch ein Bookmark entfernen. So. Dann würde ich sagen, gucken wir uns eine rote Überriese an. Weil das wollte man eigentlich tun. Der ist von irgendjemand gesponsert. Von irgendeinem Grubi. Michael oder vom Ossi? Der Bookmark ist schon länger da. Könnte von Michael sein, aber das vom Ossi. Ich habe keine Ahnung. Also einer von euch beide hat den gesponsert. Und was lange gärt, wird endlich Blut. Wie man so schön sagt. Zack. War mal schon ewig nämlich beim Rode Überriese. Two, one, and finish.
Neuer persönlicher Rekord. Kleinste Relationsperiode beim Überriese. 12,56 Tage. Okay. wenn er meint. So, hier mal einige Sterne dabei oder braune Zwerge oder was auch immer. Und da müssen wir mal gucken. Da so. So, der gelb, ne, der rote, rote Überriese. 40 Sonnenradio, okay. Ein brauner Zwerg. Noch in einer kleinen Kram. Sehr schön. Kann man ran. So, dann machen wir Danny hier. Und dann haben wir noch Zeit, aber ich würde sagen, der Rest von der Folge können wir uns eigentlich ruhig Zeit nehmen, um noch ein paar andere Riesensterne anzufliegen. Das würde hier dann thematisch richtig gut passen, würde ich sagen. Eventuell aber schon mal auf unser nächstes Bookmark hin, so diese Richtung. Das wäre so ein Plan. Gucken wir mal, ob wir ein bisschen weiter weg auch noch ein paar finden. Das ist schon interessant, dass manchmal so wirklich auf so einem recht kleinen Raum so viel Überriese sind. Acht, okay. No, oh. Oh, 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 Wasserwelt. Interessant. Ja gut, da müssen wir wohl hin. Da hilft nichts. Dann lass uns mal schauen. Ein S-Stern, 30 Sonnenradio. Okay, Kleinkram, Gedöns. Und ganz am Ende 5400. Eine Wasserwelt. Naja. Hopp, auf, auf. Da haben wir ein bisschen zu tun. Moment. So, dann machen wir mal wie folgt. Ich zoome raus und mir gucken, wo wir hin müssen. Hier, genau, blauer Überriese. Plotten wir mal die Route. Das sind mit der eine 20 Sprünge. Dann schauen wir einfach mal, was wir hier auf dem Weg haben. Hier ist zum Beispiel ein schwarzes Loch. Wir hätten einen roter Riese. Was noch? Noch viel schwarze Löcher. Oh Gott, oh Gott, das war noch eins. Da ist wieder ein orangener Riese. Herrje. Rote. Eigentlich wollte ich gucken, ob man noch andere finde. Tja, die rote können wir zumindest mal anklicken. Eventuell haben wir nur das Glück und finde 2 im System. Das wäre natürlich mega. Hat man denn schon? Keine Ahnung. Jetzt haben wir eine. Hammer, ey. Das ist wieder so voll die magische Zone irgendwie, du. Wirklich Unmenge an Riesensterne hast.
Oh, guck mal da. Ein S-Stern. Okay. Oh, was ist das? Ein S-Stern. Ich hätte jetzt eher andere gewollt, aber... Also hier könnte ich wirklich wieder von Riesestern zu Riesestern fliehen. Das wird ohne Probleme gehen. Wenn ich mal dran denke, die orangen Riese auch zumindest anklicke, es könnte eventuell ein... Oh, nein, Moment, Moment, Moment. Falsch. Es könnte eventuell... Oh, wir sind schon vorbeigedüst. Super, es könnte eventuell auch ein roter Überriese sein, haben wir hier gelernt. Ja, wenn die hier immer auf der Karte bist und munter Riesensterne suchst. Heieiei. Ja, könnte man eventuell ein Bild machen. Ach, Mist, mir bei so einem Riesestern soll ein Bild machen. Oh, da können wir, oh ja, das ist glaube ich auch gut. Gucken wir mal. Oh ja, das kommt, denke ich, gut. So, passt auch. So. Genau, Wasserwelt ist gescannt. Wunderbar. Die Route ist geplottet und wo fliegen wir hin? Würde ich sagen, nimm mal denn. Oder soll mal. Nö, hier ist nur einer, wo man nehmen können. Oh, 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 oh. Das ist hier noch besser. Guck mal hier. Ein weißer Überriese. Oho. Aber hallo. Aber hallo. Wenn das mal kein besseres Ziel ist. Sehr, sehr geil. Ach, da haben wir halt. Was haben wir? Eine rote Überriese? G-Überriese? Ist F-Überriese? Orangenriese finden wir auch noch locker. Ein B-Überriese hatte man schon, da fehlt noch ein A. Nicht schlecht, nicht schlecht. Oh, nein, nein, das hat sich schon erledigt. Und zwar, wir haben ein gelbweißer Überriese, Spektralklasse F45 Sonnenradio und noch 2 F-Sterne in, ja, weit weg. Interessant. Sehr schön. So, da mal M. Da unten ist ein orangener Riese, den hätte man noch nicht. Tja, gut, jetzt da sind wieder 5 rote Riese. Furchtbar. Furchtbar hier. Tja. Wo ist er?
Porsche Riese. Da war doch noch ein anderer Turm. Nimm mal denn. Orangen Riese oder machen wir noch nicht. Farb, Elb. Ja, also eher schön. Ist das zufällig einer von denen, wo man schon hatte? Warte mal, das können wir gerade. Oh, warte mal, das prüfen wir gerade, was er da geschickt hat. Moment. Ich muss gerade mal vorher gucken, was haben wir alles angesprungen. E5310. Moment, ich muss so gerade E5. Nee, den haben wir noch nicht. Den haben wir noch nicht. Das ist dasselbe, Elb, E5, genau, einfach nur die 3, 10 hin. Da können wir gerade mal gucken. Oh, noch ein roter Überriese. Ist sehr nice. Ist sehr nice. Und was bist du? Mit CN-Stern. Fast in der Nähe. Ja, wie gesagt, wenn du ein bisschen rauszoomst, dann. Aber wir machen den Abschluss hier. Danke, Ossi. Wir machen den Abschluss hier bei dem orangen Riese. Ja, roter Überriese heute mal schon. Ja. Muss ich alles durchmachen. Genau, dann werde ich mir natürlich jetzt, wenn ich gerade noch hier in der Region bin, noch schnappe, natürlich. Und dann mache ich mich schon mal auf den Weg zu dem nächsten Bookmark. Da ich jetzt noch vorhin zumindest anfange vom Podcast zu hören. Mal gucken, wann wir uns beim nächsten Mal wiedersehen, wo das sein wird. Es geht auf jeden Fall mit großen Schritten voran. Und das finde ich richtig gut. Schmalbrustiges System. Orange Riese 37 Sonnenradie. Okay. Gut, in diesem Sinne wünsche ich euch dann ein schönes Wochenende für euch und bis zum nächsten Mal. Bye bye.